bis zu 1200. Damit kann ich umgehen. Eigentlich bräuchte ich noch eine weitere Töpferei, aber ich glaube, das reicht so. Wenn die jetzt soweit aufsteigen, dann werden wir über 2000 Einwohner haben als Bevölkerung. Denn die Leute haben sehr viel Kultur, das heißt sehr viel Unterhaltung. Sie haben sehr viel Medizin, also Ärzte haben auch mit hingestellt, jeweils zwei pro Stadtviertel. Dann werden sie sich gleich noch weiterentwickeln und wollen im Prinzip nur noch Bier. Und bis dahin werden wir die 2000 voll haben. In einem Jahr ist die Armee da. Mag sein. Interessiert mich überhaupt nicht. Also die Armeen sind wirklich lächerlich. Dadurch, dass wir hier wirklich sehr, sehr gute Leute haben und wirklich alle Forts voll sind. Ich baue jetzt auch noch ein Infanteriefort hier vorne hin. Ein paar Waffen müssten ja noch übrig sein. Ein paar. Nicht viele, aber ein paar. 13 Waffen sollen ausgeliefert werden, okay. Der Klang ihres Namens lässt die Herzen derer, die ihn vernehmen, höher schlagen. So, und schon wird alles wieder gekauft, verkauft, wie auch immer. Wir sind bei 10.000 Deben, alles ist gut. Uns geht es gut. Eigentlich ist das so eine einfache Mission, dass ich wirklich warten sollte. Auch mit dem weiteren Verkauf. Beziehungsweise mit dem Aufsteigen. Ich sollte die Bevölkerung jetzt nicht so schnell aufsteigen lassen. Ach Gott, Aufseher des Handels, schnell. Da fällt mir was ein. Geschirr. Unbedingt hamstern. Bitte noch nicht rausgeben. Ja, warum sollte ich es erstmal laufen lassen? Allein schon, weil ich mit meinem Palast, ja jetzt mit meinem persönlichen Wohnsitz, Geld verdiene. 20 pro Monat. Wir sind jetzt bei 680 Deben. Ich habe vorhin 3000 reingebuttert in die Stadt. Was ja doch sehr, sehr viel gebracht hat. Und im Prinzip, wenn die Götter sich jetzt nicht aufregen, das sieht nämlich alles gut aus, dann können wir das jetzt so laufen lassen. Was habt ihr für Probleme? Wasser. Ihr habt kein Wasser. Passiert. Kann ich nicht viel gegen machen. Da ist eine Zisterne, da ist eine Zisterne. Wenn die Wasserträger nicht zu euch kommen, habt ihr Pech gehabt. Es gibt im Prinzip keine einfachere Möglichkeit, als das Geld wirklich von einer Mission zur anderen mitzunehmen. Was wahrscheinlich nur geht, wenn man nicht gerade wieder eine neue Ära anfängt. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt am Ende der Ära angekommen sind. In 2 Jahren wird eine kanaanitische Armee bei uns sein. Das ist okay. Die können auch gerne morgen schon kommen. Denn wir haben die Armeen. Und zwar gute Armeen. Ausreichende Armeen. Könnten sogar noch ein weiteres vorbauen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu nah an den Feinden, dass sie gleich beschossen werden. Aber es müsste eigentlich gehen. So, wir haben auch Geschirr. Könnten das den Leuten sofort zugänglich machen und jede Menge Einwohner dazu gewinnen. Will ich aber nicht. Noch nicht. Wie sieht's aus mit der Kultur? Aufseher der Wertung? 35 mittlerweile. Die wollen jetzt bessere Einbalsamierungshäuser haben oder überhaupt irgendwelche haben. Können sie lange warten. In 6 Monaten wird die Armee bei uns sein. Die erste Armee. Hier kommt kein Wasserträger hin. Vielleicht sollte ich noch eine Zisterne hinpflanzen. Ja, wir brauchen schon mehr Arbeitskräfte, ich weiß.
Dachte ja, das könnte ich damit regeln, dass wir Töpferwaren zugänglich machen, aber will ich ja noch gar nicht. Okay, wir sind wieder im Rating aufgestiegen. Auf 83. Überall im Königreich geben Mütter ihren Kindern ihren Namen. Juhu! Wir sind ja auch toll. So ist das schön. Verschönerung durch Plätze bitte noch. Wunderbar. Wer weiß, vielleicht verirrt sich ja irgendwann mal ein Wasserträger hier runter. Das kann alles sein. Er steht mit seinem Kupfer immer noch da. Oder schon wieder viel mehr. Ihr seid immer noch unglücklich über die Situation mit den Edelsteinminen. Ich würde mich freuen, wenn neben mir eine Edelsteinmine wäre. So, jetzt passen nochmal zwei jeweils rein. Also auf 1700 kommen wir. Könnten die Mission sofort abschließen. Immerhin haben wir die Königreichswertung von 80 erreicht. Jede Menge Kohle eingefahren. Ganz viel Schmuck, ganz viel Kupfer, ganz viele Edelsteine. Alles ist gut. Können uns wunderbar verteidigen. Mit 5 kompletten Armeen. Bald 6. Waffen werden genug produziert. Sogar noch mehr als hier nachher gelagert werden, aber auch nur, weil der mit seinem Kupfer das gar nicht wegbringt. Was ist los mit dir? Bis zur Hälfte mit Kupfer lagern. Jetzt bringt das weg. Und ich hoffe jetzt auch die Waffen. Okay, in einem Monat sind sie wieder da. 1300 Edelsteine weggeben. Ach Gott, in einem Monat. Verdammt. Speichern. Unter LB71. Gudi. Mal sehen, von wo sie diesmal kommen. Mir soll's recht sein, dass sie kommen. Dann können wir wenigstens ein bisschen was tun. Nebenbei. 1700 haben wir in der Bevölkerung glatt. Geil. Von oben. Okay. Soll mir recht sein. Nö, kämpft mal gegen die da. Dann gegen die. Aufräumen. Und wieder im Rating aufgestiegen. Sehr gut. Menschen wandern in die Stadt ein. Ihr seid noch komplett, seid immer noch grün hinter den Ohren. Und ihr seid immer noch Veteranen. Aber Veteranen sind offensichtlich schon sehr gut. Sonst würden die nicht so kräftig zuhauen. Auch die steigen jetzt auf, weil die hier auch voll sind. Und die Edelsteine werden immer mehr. Geil. Wir könnten so viel Geld, so viel Asche machen, allein mit Edelsteinen. Das ist der Wahnsinn. Töpferwaren werden auch immer mehr. Wir haben schon 1712 und 16 und es wird auch immer mehr.
eine Arbeitslosigkeit von 0%. Vielleicht kriegen wir jetzt im Moment nur Kinder. Und Rentner und sowas. Verschönerung durch Gärten. Und offensichtlich ist ein Wasserträger auch endlich mal hier unten rumgelaufen. Das freut mich. Pass mal auf, wir bauen mal noch einen Juwelier. Kommt hier oben irgendwo hin? Frage ist, wohin? Da. Guti. Dann haben wir jetzt auch noch einen weiteren Juwelier, der für Gold sorgt, beziehungsweise für Schmuck, den wir verkaufen können. Und in einem Jahr ist die nächste Armee da. 1600 Luxuswaren sollen an den Pharao geschickt werden. Machen wir. Gut, dass wir immer so viel davon haben. 1600 zurückbehalten. Gut, dass wir noch einen Juwelier gebaut haben. Das ist auch so eine Sache. Aufseher der Politik. 89. Zahlreiche ägyptische Städte möchten Feste zu ihren Ehren geben. Haha. So ist es. Gut, und wenn ihr alle jetzt noch 1740 Einwohner haben wir, Töpferwaren bekommt, dann seid ihr durch. Dann habt ihr es geschafft. Dann haben wir es auch geschafft. Politik 89. Also 1000 Deben haben wir uns jetzt zusammengespart. Ich glaube nicht, dass hiernach noch eine Mission kommt. Wir werden wahrscheinlich schon in die nächste Zeit einfließen. Das heißt, wir speichern an dieser Stelle. Aufseher des Handels. Aufseher des Handels. Bitte Geschirr nicht mehr hamstern, sondern für die Märkte zugänglich machen. So, die Marktfrauen laufen los, holen sich alles, was an Geschirr da ist. Auch diejenigen, die noch mit Geschirr gewartet haben, laufen jetzt gleich zum Lagerhaus, um das einzulagern. Und hier passen schon mal 8 neue Bewohner rein. Also 68 in ein großes neues Haus. Hier 2 Leute, das ist nicht viel. Und schon ist kein Geschirr mehr da. Ah, die Leute sind relativ fix im Verbrauchen. Tada! Auch die haben alle schon Geschirr. Ja, am Anfang dauert es lange, die alle zu versorgen mit dem jeweiligen Zeug. Aber es geht. Wahrscheinlich werden wir schon bald die 2000er Marke geknackt haben und damit das Szenario abschließen können. 1740 stehen wieder zur Verfügung. Damit steigt auch hoffentlich die Arbeitslosenquote wieder so ein bisschen. ...1800 haben wir. 1% Arbeitslosigkeit, das ist okay. Beduinenarmee ist da. Schicken wir mal nur euch. So, aufräumen, aufräumen. Wollt schon sagen, wollt ihr nicht aufräumen? Doch, wollt ihr. Wir haben schon gewonnen. Verdammt. Ab nach Hause. Sind schon ausgebildet, die sind noch grün hinter den Ohren. Seid ihr auch noch grün? Ja. Trotzdem die auch schon ein paar Kämpfe bestritten haben, aber ich glaube, das kommt auch auf die Masse an, die sie bisher dahin gerafft haben. 1922 Einwohner haben wir aktuell. Es kommen auch noch welche.
Hier sieht alles super aus. Wir speichern an dieser Stelle nochmal. Be prepared. In 6 Monaten sind sie da. Wahrscheinlich ich aber nicht mehr. Muss mal gucken. Datei spielt speichern unter LP071. Vielleicht kann ich ja noch einmal winken zum Abschied. Herzlich willkommen in meiner Stadt und tschüss. Es kann passieren. Es kann passieren. Oh, davon sind ein paar gestorben. Hätte ich nicht gedacht. Aber dafür sind sie jetzt ausgebildet. Sie werden nicht mehr allzu viele dahin raffen können von uns. 1970, nicht 790. Kupfer soll auch noch wieder weg. Ach so. Oh, habe ich auch vergessen. Stimmt, da war auch noch was. Erstmal Kupfer. Weg. Nochmal oben gucken. Muss mit Bier versorgt werden. Du hast keine Töpferwaren mehr, ne? Ja, das war mir so klar. Weil die Töpferwarenfrau wieder so lange unterwegs ist. 1966 sind aktuell bei uns in der Stadt, also nicht mehr viele. Datei, Spiel speichern, unter LP071. Meine Güte. So. Ich drehe bald durch. Ja, überschreiben. Und wisst ihr was? Ich baue jetzt hier einfach ein paar Häuschen hin. Und dann sind wir durch. Ja, die Luxuswaren stehen bereit. Bitteschön. So, Spiel speichern. Für die Bevölkerung gibt es bereits zu wenig Arbeit. Wisst ihr, wie egal mir das ist? Wir haben gewonnen. Und es ging fixer als erwartet. Sieg. Weiter. Es ist ihnen gelungen, die Gefahren des Sinai zu besiegen und Ägypten mit großen Mengen an wertvollem Kupfer und Türkisen zu versorgen. An ihre Taten wird man sich viele Generationen lang erinnern. Wir sind ja auch toll. Abschlusswertung Kultur 35, Abschlusswertung Wohlstand sogar 42, trotz dieser mickrigen Häuschen. Abschlusswertung Königreich 89, sehr, sehr nice. Endstand Stadtvermögen 16.000. Sehr, sehr nice. 6.077 Punkte gibt's, weil wir nur 93 Monate dafür gebraucht haben. Geil. Und wir dürfen uns aussuchen, ob wir nun Süd-Dashur machen, ein neuer Pyramidentyp, oder Buin, die Zähmung der Nubier. Ja, natürlich werden wir in die zweite Fraktion gehen, das heißt, die Zähmung der Nubier wagen. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen. Wir haben viel geschafft innerhalb von 4 Folgen. Eine neue Mission. Sehr nice. Bis gleich.